Lange hat es gedauert, bis sich der Dieselmotor in Deutschland bei Schienenfahrzeugen durchsetzte. Das hatte technische Gründe. Zwar hatte Rudolf Diesel seinen Motor bereits 1897 in Betrieb genommen und in den 20er Jahren waren sie auch schon recht leistungsfähig. Doch wie konnte man die Antriebskräfte bei der Trägheit schwerer Lasten in der Startphase nutzen, ohne den Motor abzuwürgen? Erste Versuche gelangen zunächst nur bei Kleinstlokomotiven für den leichten Verschiebedienst. Bei größeren Lokomotiven experimentierte man dann mit dem Druckluft- und Druckgasprinzip. Man schuf Lösungen durch die Kombination mechanischer, pneumatischer, hydraulischer und elektrischer Systeme. Einen Durchbruch brachte diese 2C2-Diesellok V3201. Mit pneumatischer Kraftübertragung 1927. Eine Gemeinschaftsentwicklung der Maschinenfabrik Esslingen, der MAN und des Reichsbahnzentralamts. Der 1200 PS-Dieselmotor von MAN trieb einen Luftverdichter an, daher die beiden Stirnkühler an der Maschine. Die Motorabgase erwärmten die verdichtete Luft auf 350 Grad Celsius, die dann den Lokzylindern zugeführt wurden. Genau wie der Dampf bei einer Dampflokomotive. Daher waren auch Häusinger Steuerung, Treib und Kuppelstangen vorhanden. Die V3201 blieb ein Einzelexemplar mit unzulänglicher Leistung. Ein Einzelexemplar und eine Legende. 1932 in Dienst gestellt, fuhr er am 15. Mai 1933 erstmals planmäßig vom Leerder Bahnhof in Berlin nach Hamburg. Mit seinen 160 km/h Höchstgeschwindigkeit legte er die rund 250 km in Rekordzeit zurück. Antrieb dieselelektrisch, zweiteilig gebaut von der Wumak. Die beiden Maybach-Dieselmotoren leisteten je 410 PS und speisten je einen taz in den beiden Enddrehgestellen. 42 Meter lang, 102 Sitzplätze. Der VT04.0 war 25 Jahre im Einsatz und wurde dann bei der DB ausgemustert. Der SVT137 Hamburg bzw. VT04.1, hier im Bild, ebenfalls zweiteilig, kam 1935 auf die Schienen und entsprach dem fliegenden Hamburger, war allerdings drei Meter länger und bot nur 76 Sitzplätze. 13 Fernschnelltriebwagen wurden von der Wumak gebaut. 1951 erhielt der noch vorhandene SVT 137 227 Hamburg eine dieselhydraulische Kraftübertragung nach dem Prinzip der Firma Voigt.